Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich gerne zwei Wünsche erfüllen. Zum einen habe ich mein Ananas-Shirt angezogen. Ich brauche auch ein bisschen Farbe, sonst drehe ich hier noch durch. Und ich habe sogar die passenden Ananas-Ohrringe. Ich liebe Ananas. Ja, also ich wollte euch heute einen No-Make-up-Make-up-Look zeigen. Und das ist das Ergebnis davon. Und ich fühle mich damit wohl und es gefällt mir sehr gut. Und es sieht nicht so stark nach Make-up oder nach geschminkt aus, sondern halt wirklich ganz natürlich die Vorzüge betonen und die Haut ein bisschen ausgleichen. Das ist so das Ziel von dem No-Make-up-Make-up-Look. Das heißt nicht, dass wir den Wettbewerb machen wollen, wer kann am wenigsten Foundation auftragen und sieht damit noch klasse aus. Weil ich glaube, außer ganz jungen Frauen oder junge Männer, die halt wirklich eine ganz perfekte Haut haben, da braucht man tatsächlich nichts. Aber in unserem Alter haben wir doch schon ein bisschen Rötungen und hier vielleicht noch so ein bisschen Pigmentstörung und so weiter. Und das möchte man doch so ein bisschen egalisieren, also ich zumindest, damit ich mich einfach wohl in meiner Haut fühle. Und das ist für mich eigentlich das Entscheidende. Es soll ein Wohlfühllook sein, aber ohne, dass ihr das Gefühl habt, ihr seid irgendwie zugekleistert oder einfach verkleidet, dass ihr zu viel auftragt und euch dabei nicht wohlfühlt. Ich gebe euch so ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg, was ich so für mich entdeckt habe oder was ich auch von anderen YouTubern gelernt habe. Und wenn ihr Spaß habt, dann bleibt einfach dran. Ich werde heute tatsächlich wirklich nur Cremeprodukte verwenden, werde aber auch noch mal einen Look schminken, einen anderen Zeitpunkt, wo ich halt eben beides verwende, sowohl Puder als auch Cremeprodukte. Ich habe jetzt schon mal hier verwendet, habe meine Kamera nicht aufgenommen, und zwar hier ein Primer, das ist von Manhattan und da steht drauf Prime, Protect und Perfect. Mit diesem Make-up Primer kann als Grundierung unter dem Make-up getragen werden für einen ebenmäßigen Teint und längere Haltbarkeit. Die habe ich mir jetzt übers ganze Gesicht aufgegeben, weil es dann nochmal schön mit Feuchtigkeit versorgt und noch einen UV-Schutz von 20 hat, nee, von 25 sogar. Und wenn ihr eine ölige T-Zone habt, dann könnt ihr natürlich einen Primer auftragen, wo das Ganze ein bisschen mattiert. Oder wenn ihr größere Poren habt hier an der Seite, dann könnt ihr natürlich auch so einen Porenfüller auftragen. Also je nachdem, wie die Bedürfnisse eurer Haut sind, könnt ihr das natürlich machen und auch mischen. Was ich jetzt mal zusätzlich noch mache, und zwar gibt es von L'Oreal, die heißt Age Perfect Glow Tinted Cream. Und die ist sehr, sehr illuminierend oder strahlend. Deswegen möchte ich die nicht überall aufgeben, sondern ich gebe die halt eben nur an den Stellen auf, wo ich halt auch so ein bisschen stärkeren Glow haben möchte. Und ansonsten könnte man sich natürlich auch in die Foundation reinmischen, aber das wäre mir dann ein bisschen viel. Ich trage die hier so ein bisschen auf und vor allem hier so an der Wange. Und ihr seht, es hat einen ziemlich starken Glow. Und das müsste ich halt nicht überall im Gesicht haben, ne? Die riecht angenehm, die Creme. Also ich glaube, viele L'Oreal-Produkte sind ja so ein bisschen parfümiert. So, jetzt habe ich die Haut gut vorbereitet. Und jetzt möchte ich sie auch ein bisschen ausgleichen und halt ebenmäßiger haben. Das ist eigentlich das Ziel, jetzt um da jetzt eine Foundation oder BB- und CC-Creme aufzutragen. So, was ich dafür nehme, und zwar ist die von Bourjois, die heißt CC-Creme. Die hat Apricot, Green und White, verschiedene Farbpigmente enthalten. Und zwar das Aprikose soll so gegen die Müdigkeit sein. Dann das Grün, um halt Rötungen abzudecken. Und das Weiß ist gegen dunkle Flecken. Und ich habe hier die Farbe 33. Die schüttle ich erstmal gut. Und ich möchte die nicht mit dem Beautyblender aufgeben, weil der Beautyblender nimmt zu viel Deckkraft weg. Und eine CC-Creme hat ja weniger Deckkraft als jetzt eine Foundation. Ich möchte es ja leicht handhaben. Und ich gebe mir halt hier so eine Menge auf den Handrücken auf. Und nehme dazu einen Pinsel und trage das mit dem Pinsel auf. Und ihr seht, die hat eigentlich eine schöne Deckkraft, aber ist trotzdem halt leicht. So, also wie gesagt, ich habe
Diese CC-Creme hat eine sehr schöne Deckkraft, was ich auch gerne so ein bisschen habe, weil ich halt eben hier die Rötung abdecken kann. Und trotzdem sieht man halt noch die Haut so ein bisschen durch, dass es halt eben natürlich aussieht. Ziel ist es nicht, den Wettbewerb zu gewinnen. Ich verwende am wenigsten Foundation und mache nur hier so ein bisschen, da so ein bisschen und das war's. Ziel ist es tatsächlich, dass du sagst, du gleichst deine Haut aus und machst es ebenmäßig und wenn es übers ganze Gesicht ist, dann ist es halt eben so und dass man sich halt auf alle Fälle wohlfühlt. Das ist das eigentliche Ziel. So, und ihr seht hier, dass es trotzdem noch diesen schönen Glow hier jetzt hat, wo ich dann vorher diese L'Oreal Creme oder Tinted, wie heißt sie? Moment. Ja, Tinted, getönte Tagescreme aufgetragen habe hier. Finde ich einen sehr schönen Glow. Und es muss halt jeder für sich selber wissen, wo er halt eben diesen Glow haben möchte. Oder will er halt eben nochmal in der T-Zone das ein bisschen abmattiert haben. Dann kann man natürlich auch die T-Zone mit dem Puder abmattieren. Der Puder sollte aber auf keinen Fall verwendet werden, um das diese Foundation zu setten, ne, dass man halt eben die länger und haltbar macht. Das ist nicht das Ziel, sondern Ziel ist es wirklich nur mit Puder das Ganze ein bisschen zu mattieren und deswegen auch nur ganz, ganz sparsam verwenden und auch wirklich nur so eine T-Zone und ansonsten so wenig wie möglich. Doch gesehen, ich spare immer die Augen oder die Unteraugenpartie mit Foundation aus. Einfach aus dem Grund, ein Concealer ist ja wie eine Foundation nur halt sehr viel deckender. Und wenn ich das hier unten aufgebe, dann möchte ich nicht noch eine Foundation drunter haben, habe ich zu viele Schichten. Und das sieht dann nicht schön aus und das kriegt dann so in die Fältchen. Das ist eigentlich auch nicht das Ziel. Deswegen immer die Foundation oder Tagescreme hier unten aussparen und dann, wenn ihr es braucht, gezielt mit dem Concealer reingehen und auch da so wenig wie möglich Puder, wenn überhaupt, weil es ansonsten wieder die Fältchen betont. Generell ist es natürlich immer so ein bisschen Pest oder Cholera. Wenn man natürlich was glowy hat, sieht es frisch und durchfeuchtet aus und jugendlich. Auf der anderen Seite, wenn man sehr viele Falten hat, wird es natürlich durch reflektierende Pigmente und wenn man es zu glowy hat, wird es natürlich betont, weil es in den Vordergrund tritt. Deswegen ist es immer so ein bisschen, sollt ihr das zielgerichtet machen und wirklich auf eure Haut, auf euer Gesicht auch anpassen. Weil wenn ich da natürlich jetzt einen Highlighter hier auftrage und ich habe hier ganz viele Falten, macht das keinen Sinn. Sondern ihr sollt es wirklich anpassen an eure Bedürfnisse und nicht kritiklos von irgendjemand übernehmen, der 20 Jahre alt ist und sagt, ich mache hier Baking und wie auch immer. Ne? So, mal wieder viel geredet. Ich nehme jetzt unter dem Auge, was mir auch gut gefällt von L'Oreal, da heißt La Touche Magique Anti-Fatigue Illuminating Concealer. Und zwar, was ich bei denen toll finde, dass er sich so ein bisschen an die Hautfarbe anpassen soll. Und der ist ein bisschen lichtreflektierender, weil es halt ein bisschen feuchter wirkt. So, ich gebe hier ganz wenig nur auf. Der hat eine sehr schön leichte Konsistenz, was mir sehr gut gefällt. Und ich gebe das hier, klopfe das hier mit dem Finger ein, weil ich dann einfach eine bessere Kontrolle habe. Und durch die Wärme des Fingers sich der Concealer auch besser mit der Haut verbindet. Man kann es natürlich auch mit dem Pinselchen vorher verteilen. Das kann man natürlich machen, wie man möchte. Häufig ist es so, dass man hier an der Seite so dunkle Stellen bekommt. Das ist im Alter, dass es halt eben da ein bisschen pigmentierter ist. Dann ist es natürlich auch so, dass im Alter können die Augenlider auch sehr, sehr ölig sein und häufig auch irgendwie ein bisschen dunkler werden mit der Zeit oder auch stärker, dass die Gefäße dadurch scheinen. Das muss man selber für sich so ein bisschen entscheiden, wie man das machen möchte. Ob man jetzt sagt, von denen, ich mache hier oben noch ein bisschen, was auf dem Finger ist, noch so ein bisschen über das Augenlid, um das Ganze so ein bisschen zu egalisieren. Das, wie gesagt, ist eine Option, muss man sich überlegen, ob man das braucht. So vom Gesicht her finde ich das erstmal sehr schön, so das Ergebnis. Ich würde jetzt nicht konturen oder halt irgendwie jetzt noch mal einen Bronzer aufgeben. Was ich aber auf alle Fälle mache fürs Gesicht, ist ein Highlighter auftragen und Blush ist ganz, ganz wichtig, weil jetzt hat man mehr so eine einheitliche, ja, ebenmäßige Grundierung. Dann gebe ich ein bisschen Highlighter auf, zusätzlich noch und ein bisschen Blush. Und hier so ein kleines bisschen hier. Das ist von Kiko. Und gebe ich hier nochmal extra auf.
und klopft es dann mit dem Finger hier noch so ein bisschen ein. Wenn ihr eine sehr ölige Haut habt und habt auch sehr ölige Augenlider, da ist nochmal ein Tipp, dass ihr mit Zellenwasser nochmal drüber geht und da so das Öl nochmal ein bisschen abnehmt. Das ist auch nochmal eine ganz gute Möglichkeit, um da halt wirklich das schön vorzubereiten für den Primer und für die Foundation, dass ihr da ein bisschen, dass es auch länger hält. Ne? Weil wenn ihr so viel Öl habt auf der Haut, dann hält das natürlich nicht so lange. So, an Blushes, wie gesagt, nehme ich immer sehr gern diese Cushion Blushes, einfach weil die nochmal zusätzlich Feuchtigkeit spenden, aber die sind auf dem deutschen Markt nicht so stark verbreitet. Deswegen nehme ich zum Beispiel einen Blush, den ihr gut bekommen könnt, und zwar sind die von Max Factor. Ich finde die großartig, ich habe da auch verschiedene Farben. Ich habe gedacht, na jetzt so zu der Bluse, und da passt so ein bisschen so eine eher pinkfarbene Farbe dazu oder so ein bisschen was Frisches, und zwar heißt der Soft Pink. Und da gehe ich mit meiner Stippling Brush rein. Das ist eine perfekte Größe. Das passt hier 1:1 drauf. Und die ist von Real Techniques. Das ist einer der besten Pinsel. Kann ich wirklich nur empfehlen, wenn ihr Cremeprodukte verwendet und das schön aufgeben wollt. Schafft euch diesen Pinsel an. Der heißt auch Stippling Brush, oder? Moment. Ja, genau. Stippling Brush. Wunderbar. Großartige Empfehlung. Ich gehe hier so rein, dass eben Farbe dran ist. Und dann gehe ich erst nochmal so ein bisschen auf die Hand und gehe dann hier ins Gesicht. Dazu ein Tipp, bitte nicht lächeln und das so aufgeben, weil die Wangen und alles im Alter ein bisschen nach unten sackt. Und wenn ihr dann lächelt, hebt ihr das an, und wenn ihr nicht lächelt, geht das wieder nach unten. Und dann habt ihr das Blush zu weit unten aufgetragen und das zieht dann eher runter, als dass es halt eben liftet. Deswegen, das können junge Mädchen machen mit dem Lächeln, in unserem Alter eher nicht. Ne? Also einfach ganz normal gucken. Und dann lieber ein bisschen zu hoch ansetzen, als hier so unten. Ne? So ein bisschen. Deswegen gebe ich auch immer gerne erst den Highlighter auf und dann erst das Blush, weil es dann auch schön ineinander verschmilzt und auch sehr schön einen Übergang schafft. Und dann hier von hier vorne und dann immer so ein bisschen nach oben ziehen, damit das Gesicht wieder liftet. Diese Apfelbäckchen-Methode hier so ist für ältere Frauen nicht empfehlenswert, weil erstens mal sind wir keine 20 mehr, zum zweiten, wie gesagt, senkt es dann nach unten und dann habt ihr einen gegenteiligen Effekt als das, was ihr eigentlich erreichen wollt. Ihr seht, es ist dann sehr, sehr natürlich. Einfach in so tupfenden Bewegungen aufgeben. Und es langt schon, damit es halt eben Frische ins Gesicht zaubert. Und was ich dann immer noch mal mache, ich gehe dann noch mal mit meinem Foundation-Pinsel rein, und aber ohne Produkt zusätzlich, und gehe hier noch mal über die Ränder. Und dann habt ihr hier einen sehr schönen Übergang, der schön weich ist und sehr natürlich aussieht. So. Ist das Gesicht für mich erstmal fertig. Jetzt gehen wir mal so in das Zentrum des Gesichtes. Augenbrauen. Augenbrauen sind natürlich extrem wichtig, weil sie das Gesicht einrahmen oder beziehungsweise eine Grenze schaffen oder halt eben eine für die Augen halt eben eine sehr schöne Kontur geben. Im Alter sind halt sehr häufig die Augen oder die Härchen lassen nach, genauso wie die Wimpern, durch das mangelnde Östrogen. Und da ist es natürlich wichtig, dass man da so ein bisschen Unterstützung leistet. Häufig ist es auch so, wenn man halt eben graue Haare bekommt, dass auch die Augenbrauen grau werden. Also es muss schon ein bisschen irgendwie, will ich sagen, das Ganze zu passen. Wenn man sich die Haare färbt, dann sollte man auch eben gucken, dass die Augenbrauen halt eben zur Haarfarbe passen, weil ansonsten wirkt das komisch. Ich habe hier von Trend It Up so einen Brow Gel Filler, der ist waterproof. Waterproof ist auch eigentlich immer eine gute Geschichte in unserem Alter, falls man eine Hitzewallung bekommt oder man halt eben die Augen fangen, auch sind auch meistens empfindlicher, fangen leichter an zu drehen. Das sind wasserfeste Produkte, eigentlich sehr empfehlenswert. Ich habe Gott sei Dank mir nie die Augenbrauen zu stark gezupft. Ich mache hier unten immer nur so ein bisschen die Härchen weg. Deswegen gehe ich nur mit so einem Augenbrauenfüller hier rein. Filler. Und das war es dann für mich. Ich kämme das mir einfach hier so ein bisschen durch.
Und dann hat man ein sehr schön natürliches Ergebnis. Es gibt ja auch so Brow Filler, die haben auch noch so Härchen dran, die dann halt das Ganze noch ein bisschen auffüllen. Und ich bin kein Freund von diesen Instagram-Brauen, wo man halt eben vorne und rundherum noch Concealer auftritt und aufmalt und dann wirklich, dass es alles wirklich so wie mit Lineal gezeichnet aussieht. Das wirkt einfach unnatürlich. So, jetzt die Augen. Was machen wir denn mit den Augen? Das ist ja auch so ein bisschen schwierige Geschichte. Ich mag zum Beispiel sehr gerne Glitzer auf meinen Augen und mir ist das völlig wurscht, dass ich dann meine etwas faltigen Augenlider dann betone, weil ich einfach finde, dass es gut aussieht. Noch dazu, wenn man halt nochmal eine Brille drauf trägt. Also das heißt, wir in unserem Alter haben sowieso halt eben diese Weitsichtigkeit. Das heißt, für die Nähe brauchen wir auf alle Fälle halt eine Brille. Und da darf es ruhig ein bisschen mehr sein, einfach dass das Ganze irgendwie hinter den Gläsern noch so ein bisschen wirkt. Es ist aber schon, sagen wir mal so, wenn man nicht viel Erfahrung hat oder wenn man nicht viel mit den Augen macht, sind matte Töne meistens idealer für die Augen als jetzt Glitzertöne oder Glitzersubstanzen, einfach weil das Matt eher nach hinten tritt und Glitzer wieder nach vorne, also diese oder irgendwelche shiny Sachen wieder nach vorne bringen, ne? Und wenn man halt eben sehr hängende Augenlider hat oder halt eben sehr, sehr faltige Augenlider, das will man ja nicht unbedingt betonen. Aber ich finde, soll jeder machen, wie er will. Ich zeige euch jetzt mal die matte Variante. Ich nehme halt irgendwie auch hier Cremeprodukte. Ich habe hier verschiedene Produkte. Einmal hier von Elf. Das ist ein ganz toller. Der ist so ein ganz dunkles Aubergine. Wie heißt der? Metallic Shine Eyeshadow 03. Der wirkt aber gar nicht metallisch, sondern der wirkt sehr, sehr dunkel. Ich swatche euch das gleich mal. Und dann habe ich hier noch einen von Elf. Der heißt Smudge Pot. Das ist die Farbe Coco Cutie. Das ist ein Braun, was auch schön matt aussieht. Und dann habe ich noch zwei von Elf, die finde ich auch ganz klasse. Und zwar ist das hier einmal so eine richtig schöne Naturfarbe in matt. Und hier nochmal einen so ein bisschen orange. Dieser No-Make-up-Make-up-Look heißt ja nicht von wegen, dass ich gar nichts mache, ne? Ich kann ja schon ein bisschen das betonen, was ich möchte. Ich bin immer nicht so guter Freund von mit dem Finger da oben drüber gehen. Deswegen nehme ich mal doch ein Pinselchen, um das Ganze aufzutragen. Da habe ich hier zum Beispiel einen ganz einfachen Elf-Pinsel. Der hat, glaube ich, 1 Euro gekostet. Der ist auch wirklich gut. Und da gehe ich mal mit dieser Naturfarbe hier rein. Einfach, weil es die Augen wieder schön egalisiert. Helle Farben treten ja nach vorne und dunkle Farben nach hinten. Ich nehme dann von diesem Elf so ein kleines bisschen mit so einem Pencil Brush und gehe an den unteren Augenrand, weil es dann die Augen vergrößert und öffnet. Und davon gehe ich jetzt auch noch ein ganz bisschen an den oberen Wimpernkranz. Seht ihr das? Ganz natürlich, ganz wenig. So, das ist ein Morphe-Pinsel, den ich gerade verwendet habe. Auch nicht so teuer. So, das waren jetzt eigentlich schon die Sachen für die Augen. Und dann, schwarz kann ja sehr harsch wirken, sehr, sehr hart. Und deswegen nehme ich hier von Kiko eine, das heißt Super Color Mascara. Und das ist eine ganz tolle Farbe, das ist die Farbe 06. Und zwar ist das so ein ganz dunkles Bordeaux-Braun. Also eine ganz tolle Farbe. Und die wirkt halt auch sehr natürlich. Und die gebe ich mir oben auf. Natürlich auch wieder so nach Belieben machen, ob ihr jetzt unten auch tuschen wollt. Wenn man das jetzt so lässt, ist es sehr, sehr natürlich. Ich bin allerdings schon der Freund, so ein bisschen mehr Mascara zu haben. Also deswegen mache ich auch die unteren Wimpern. Aber das ist, wie gesagt, auch wieder Geschmackssache.
Dann noch ein guter Tipp, weil im Alter kann es auch sein, dass man häufiger mal, sagen wir mal, gerötete Augen hat, weil die Augen sehr empfindlich werden. Ne? Wenn ihr sehr sensible und gerötete Augen habt, dann könnt ihr das Ganze ein bisschen ausgleichen mit so einem nudefarbigen Kajalstift. Und der öffnet das Auge nochmal zusätzlich und nimmt die Rötung weg. Hier also mit und hier ohne. Und da würde ich euch raten, einen Nude-Farben zu nehmen und nicht weiß, weil weiß sehr unnatürlich aussieht. Und das ist ein ganz toller, der ist von Max Factor, den liebe ich heiß und innig. Den habe ich auch, wie gesagt, in schwarz. Und ich bin ja Kontaktlinsenträger und es funktioniert sehr, sehr gut. So, und jetzt sind eigentlich nur noch die Lippen dran. Ist auch wieder so eine Sache, sehr häufig hat man hier oben diese kleinen Trockenheitsfältchen, die kommen bei mir jetzt auch so, ne, dass halt eben diese Längsfalten sind und es zieht sich dann natürlich bis zur Lippe runter. Und häufig verliert man auch ganz die Kontur so ein bisschen, dass das Ganze so ein bisschen verwäscht oder verschwimmt. Deswegen würde ich raten, also ich mache es schon ganz gerne, einen Concealer, einen Lippenpinsel zu verwenden, um halt eben die Kontur so ein bisschen nachzuzeichnen. Und dann habt ihr natürlich ganz verschiedene Optionen, was dann die Lippenfarbe oder auch welchen Lippenstift ihr verwenden wollt. Also ich würde euch raten, wenn ihr kleinere Lippen habt, dass ihr dann halt eben was Glänzendes verwendet mit einem Lipgloss oder schon farbigen Lipgloss, einfach weil es die Lippen größer wirken lässt. Es gibt ja auch so Lipglosse, die pumpen so ein bisschen auf mit Pfefferminz, dass sie ein bisschen besser durchblutet werden. Allerdings habe ich da noch keinen richtigen Effekt gesehen. Wenn ihr schöne große Lippen habt, könnt ihr natürlich auch matte Farben verwenden, also je nachdem, wie es euch besser passt. Und es gibt natürlich auch sogenannte Lipstains, also das sind Lippen, so flüssige Tinkturen, die auch dann, auch wenn es abgetragen ist, dann noch so ein bisschen Farbe auf den Lippen hinterlassen. Es gibt zum Beispiel hier, was ich sehr schön finde, das sind diese Chubby Sticks. Ne? Das ist hier einer von Margret Aster noch und hier einer von Kiko, hat fast jeder Firma irgendwo im Programm. Die sind ganz toll. Dann habe ich hier so ein kleines Lipgloss von Catrice, ist auch schon ganz abgekrabbelt. Das ist auch schön, um halt einfach so ein bisschen Farbe und so ein bisschen Schein reinzubringen. Dann natürlich die Butterglosse von NYX. Die sind hervorragend, ganz tolle Glosse, die sehr natürlich aussehen. Oder wie gesagt, was mir auch gut gefällt, ist hier von Bourjois, dieser Aqualack, den man auch wirklich nur so ein bisschen auftragen kann. Und das sieht auch sehr, sehr natürlich aus. Das habe ich ja schon mal gezeigt. Gehen wir heute mal was anderes. Und dann habe ich hier zum Beispiel zwei schöne Lip Liner. Und zwar der eine hier, das ist ein Long Lasting von Essence. Der heißt Girl Next Door. Und der zweite hier ist von Lacura. Und das ist doch Aldi. Und der heißt Sandy Fresh. Finde ich beide großartig. Wir nehmen mal den von Essence. Was auch im Alter häufig ist, dass die Lippenwinkel manchmal so ein bisschen auch der Schwerkraft folgend sich absenken. Deswegen mein Tipp, gebt tatsächlich, lasst die Lippenwinkel aus, da keine Farbe auftragen, sondern nur halt eben mehr zentrieren und dadurch wirkt das Ganze wieder ein bisschen geliftet. Wir geben hier einfach mal den Buttergloss auf. Ah. Toller Vanillegeruch. So. This is the finish look. Dann zum Schluss finde ich es immer noch ganz angenehm, halt einfach so einen frischen Kick zu kriegen und dann nochmal das Gesicht einzusprühen. Und zwar mache ich hier auch wieder von Elf das Hydrating Coconut Mist. Der ist halt wirklich feuchtigkeitsspendend. Ihr müsst nur ein bisschen aufpassen mit eurer Wimperntusche, wenn die nicht wasserfest ist, dass ihr das ein bisschen weghaltet. Immer schütteln vorher. Oh, toll. Und dann wirkt das Ganze noch mal ein bisschen frischer und noch mal ein bisschen glower und noch ein bisschen jugendlicher. So, das waren so meine Tipps und Tricks für den No-Make-up-Make-up-Look. Ich finde, mir gefällt's und ich fühle mich wohl damit. Und so würde ich auch natürlich rausgehen in die freie Wildbahn. Schreibt mir gerne, wie es euch gefallen hat, ob ihr das ein oder andere für euch übernehmen könnt.
Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten, wie immer, freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal mit dabei seid. Bleibt gesund und werdet gesund. Bis bald. Tschüss.